Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt die Porta Westfalica Multifrucht in der Version 1.0 von den Modder G, ne halt, Moment, nicht, dass ich das verwechsel, GMCW an. Also von den Modder, der auch für die Südhemmern-Karte verantwortlich ist. Wenn ihr die Porta Westfalica downloadet, müsst ihr sie entpacken. Dort drinnen habt ihr noch ein Grimme Vectron. Ernter für die Spezialfrüchte, die hier mit verbaut sind. Ja, das ist erstmal das Overview der Karte. Die Porta Westfalica gab es ja auch im 17er, wenn mir nicht alles täuscht, gab es ja auch im 15er. Habe sie allerdings nie gespielt, deswegen kann ich euch jetzt keine Unterschiede zwischen der 17er und 19er Version sagen. Der Modder hat in seiner Beschreibung extrem viel geschrieben. Könnt ihr euch alles mal in Ruhe durchlesen. Hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Ich gebe euch hier, wie gesagt, noch einen kleinen Überblick. Ja, im Endeffekt hier oben starten wir an unseren Hof. Ich weiß gar nicht, ob man das schon als Vierfach hier tätowieren kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Aber ja, das ist hier unser Hof. Und dann haben wir extrem viele Felder. Aber nicht diese üblichen riesengroßen, sondern halt eine Mischung aus vielen kleinen. Und nicht nur hier quadratisch, sondern dementsprechend auch mal ein bisschen in der Form so geändert. Ein paar Wiesen haben wir auch dazu. Starten tut ihr hier in diesen, gehen wir nach unten, in diesen wunderschönen Bauernhaus. Kennt ihr vielleicht, wenn wir hier die Treppe hochgehen. Zack, zack. Da sind da oben die Schlafräume, Kämmer aus der Südhemmern-Map. Ja, wenn wir hier einfach mal so nach draußen schauen, das sehen wir dann auch. Ah, ja, kennen wir. So, ansonsten fliegen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal ein bisschen in die Höhe. Ich habe jetzt hier auf einfachen Schwierigkeitsgrad gestartet. Das heißt im Umkehrschluss auch, wir haben hier Maschinen. Wie das in den größeren aussieht, weiß ich im Dingsgrad nicht. Aber auf der Südhemmern war es eigentlich auch so, dass es da auch Maschinen gab. Also, dass die vorgegeben sind, könnt ihr dann ja selber löschen bzw. eigene hinzufügen. Also, unser Hof erstreckt sich über eine relativ große Fläche. Ja, wie ihr eventuell schon hier gesehen habt. Das geht von hier oben bis hier unten durch. Und hier drüben steht halt unser Bauernhaus, ein Haufen Unterstände. Hier steht unser Silo, was wir ja auch aus der Südhemmern-Karte kennen. Ebenfalls schön mit draufgeschrieben, wo, wie, wo, was hingehört. Ansonsten viele Unterstellmöglichkeiten. Noch ein weiteres Silo, hier halt ein paar Maschinen. Ich gehe mal ein bisschen weiter höher. Dann haben wir hier ein Silo. Dann ein Lager für Heu und Stroh. Dann haben wir hier Mist und Gülle, was wiederum hier aus den Ställen kommt. Ja, auch eine ganz klassische Sache, weitere Unterstellmöglichkeiten oder um Dinge irgendwas einzulagern für Schneidwerke in Lager. Und ja, ich folge mal so hoch, da habt ihr ungefähr mal so die Dimension. Ja, also es geht von da bis da. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so wenig und ist riesig angelegt. Dann haben wir hier genau noch so weitere Ställe, die alle benutzt werden können. Und ja, wir fliegen jetzt einfach mal in, ich würde mal sagen, in die Richtung hier. Ich mach mal das Ding wieder an. Also mal ein bisschen was sehen. Was soll ich großartig dazu sagen? Beziehungsweise ich versuch's gerade in Worte zu fassen. Also es ist groß. Ich würde jetzt fast mal behaupten, Vierfach-Map. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ich werde es erstmal am Anfang erstmal unter Vierfach-Map auch mit einkategorisieren. Es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Wir haben wiederum mehrere Abladestellen bzw. Verkaufsstellen und das ist mal gar nicht so wenig. Ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Verkaufsstellen. Wie am Anfang auch schon gesagt, wir haben Multifrucht mit drauf, sprich alle Sorten, die ihr aus der Südhemmern kennt, sind ja auch mit drauf. Ne? Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Weißkohl, Rotkohl, Dinkel und natürlich auch der Roggen. Euer Lager hat eine Kapazität von 2 Millionen Liter, genau. Und ja, hier haben wir zum Beispiel, ja, man könnte eigentlich was sagen, es ist ein Sägewerk. Ja, ne, sieht eigentlich aus wie ein Sägewerk, was ja schön ist. Oder, ne, oder was wird denn hier rausgeholt? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja gut, sieht aus wie ein braunes Etwas. Könnte das Schlamm? Es wird hier auf der Karte, es ist im Endeffekt Deko-Objekt. Aber, ne gut, Sägewerk ist es nicht. Ist es irgendwas, oder soll das, sind das Holzpellets? Ich kann es nicht erkennen, aber auf jeden Fall nur Deko, sieht aber auf jeden Fall schon mal schön aus.
Dann hier hinten halt die Map-Begrenzung ist eigentlich soweit auch ganz schnieke. Dann haben wir hier noch einmal einen Stall. Dient aber in dem Fall hier auch nur zur Deko. Hier unten Wiese und dann kommt auch gleich dann der Viehhändler. Ja, hier ist ein Feld. Dann haben wir hier eine Wiese, die auch riesig ist. Sieht nämlich auf der Karte gar nicht so aus. Und da haben wir hier einmal den Viehhändler. Auch schön mit Liebe zum Detail gemacht. Also nicht einfach nur so zack hin, fertig. Sondern ein paar Unterstände hier und schönen alten Johnny. John Deere 2850C. Oh, guck an. Alles schön gemacht, das passt soweit. Ansonsten sind die Straßen, wie ihr hier seht, so ein bisschen gelblich eingezeichnet. Und auch orange und rot. Ja, dass man das alles auch so ein bisschen wiedererkennen kann, wo was ist. Ist auch ein kleines Detail, was man aber trotzdem mal lobend erwähnen muss. Ansonsten halt hier noch weitere Gebäude. Ich glaube, das war früher alles noch mit Wirtschaftszweigen besetzt. Da ja momentan keine Wirtschaftszweige aktiv sind, geht das halt auch nicht. Ansonsten haben wir halt hier einen Fluss, der sich hier durchzieht, wo auch wieder die Schiffe fahren. Kennt man ja schon aus der Südhammern-Map. Dann haben wir hier ein kleines Dorf, wo es noch zwei Verkaufsstellen gibt. Oh, sogar hier ein Polizeiauto. KI-Verkehr fährt durch, wie man es eben kennt. Gibt sogar eine Kirche irgendwo, wo man hier was durchschlägt. Ja, dann ansonsten weitere Unterstellmöglichkeiten, beziehungsweise hier haben wir dann unten den Shop, das ist hier nur Deko. Aber hier unten haben wir dann einmal, gehen wir ein bisschen weiter runter, einmal eine Verkaufsstelle hier. Und wenn ich jetzt mal hier hin swipe, haben wir Einkaufsstationen, alle Früchte, alle Güter. Also hier könnt ihr im Endeffekt alles kaufen, was euer Herz begehrt. Wenn ihr denn das mal müsst oder irgendwo Not an Mann seid, warum auch nicht. Ja, ansonsten weiterhin riesige Felder, wie man hier sieht. Ein bisschen weiter mal nach oben, dass man das so ungefähr auch sehen kann. Dann haben wir hier eine Bahnstrecke mit diversen Übergängen. Ansonsten hier so ein, ja, man könnte schon fast sagen, kleineres, na obwohl, das ist eher zum Maprand zu sehen. Also Forstgebiet würde ich es jetzt erstmal nicht nennen. Und die Bahnstrecke zieht sich auch hier einmal komplett durch. Dann haben wir hier, wie man ja unschwer erkennen kann, ne, komm, gibst du mir mal die Karte her, die Zuckerrübenfabrik, wo hier, ja, ich denke mal, die Dinger gewaschen werden. Auch alles mit vertont, was auch schon mal eine gute Sache ist. Bringt auf jeden Fall mehr Atmo in die Karte rein. Hier die Trafo-Teile, die man halt kennt. Boah. Das passt soweit, ansonsten weiter, riesige Felder. Wenn wir weiter hier oben sind, da kommen wir einmal unschwer zu erkennen an die BGA 02. Denn es gibt hier mehrere BGAs und das ist halt einer davon. Und es ist mal so ein komplett anderer Stil. Ja? Wie gesagt, ich habe die Karte nie gespielt, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das im 17er dann dementsprechend auch schon so war. Aber das ist halt mal ein komplett anderer Stil, eine BGA aufzubauen. Ne? So mehr, ja, mehr an der Grünfläche, beziehungsweise hier mit Bunker nach unten. Ja, das ist mal innovativ. Was ist innovativ? Gab's schon, aber ne, es ist einfacher wie die Scheißdinger da nach oben zu befüllen. Ansonsten ein riesiger Funkmast. Aluhutträger sollten da am besten Abstand davon halten, wegen Krebs und so. Ansonsten haben wir hier den Pferdestall, kennen wir ja auch schon aus der Südhämmern-Karte. Auch Schniege gemacht. Ja, und ansonsten, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt wirklich so viel zu entdecken. Ihr seht, ich habe performance-technisch gar keine Probleme, bin aber auch vorher einmal schon komplett über die Map geflogen, habe mir das angeschaut. Und ja, hier haben wir dann noch einen Hafen, wo es natürlich auch eine Verkaufsstelle gibt. Kennt man ja, wie gesagt, auch aus den Südhämmern. Und hier drüben geht dann halt noch ein zweiter Fluss durch die Karte. Also, ihr habt auf jeden Fall viel zu begutachten, ne? Und das finde ich halt geil, ne? Ist halt einfach mal hier oben und hier unten. Schnieke auf jeden Fall gemacht, sehr, sehr schnieke gemacht. Wie gesagt, Bahnstrecke und ansonsten Felder über Felder über Felder über Felder. Wie gesagt, ich fliege jetzt mal noch ein bisschen weiter höher, dass ihr ungefähr mal das Ausmaß habt. Es ist schon krass. Es ist wirklich schon krass, muss man sagen. Zum Thema Lok kann ich euch Folgendes sagen, der ist sauber. Ja? Also der ist sauber, ebenfalls nicht, dass mir jetzt hier irgendwas aufgefallen ist. Weder beim ersten noch beim zweiten Mal. Ihr seht, die Karte lädt, stinkt nochmal halt rein. Und das war's. Ja? Und das war's. Ansonsten, Performance, wie gesagt, ist jetzt eine leere Map. Wenn man so sieht, bis auf halt die Startfahrzeuge, die halt mit dabei sind, müsst ihr dann halt mal gucken, ob euer Rechner das schafft, falls er ein bisschen zu schwach ist oder nicht gerade der aktuellste. Hier im Übrigen dann noch die zweite BGA, kennen wir ja schon auch aus der Südhämmern. Und ja, noch weitere Städte und Dörfer hier. Aber ich will euch gar nicht so viel mehr vorwegnehmen.
Erkundet selber. Das macht ja den Reiz, jedenfalls momentan im LS auch aus. Dadurch, dass wir nun keine Wirtschaft großartig haben. Maps erkunden, rausfinden, wo was ist und Spaß dran haben. Ja, auf jeden Fall, mehr gibt es eigentlich für meine Sache nicht mehr zu erzählen. Wir haben hier auch noch so einen schönen Berg hier drin, was man ja auch aus der Südhammer, aus der, wie hieß die, Felsbrunnen-Karte kennt, wo ihr dann hier hochkommt und hier auch irgendwas platzieren könnt, wenn ihr wollt. Oder halt hier hinten geht es halt noch weiter und weiter und weiter. Wie gesagt, das zum Thema Erkunden. Ja, dann den Link inklusive für Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Ihr kennt es ja. Denkt mal dran, die Modder machen das kostenlos und auch die Karte ist auf, ist direkt gehostet. Genau, ist direkt gehostet. Ach, hier oben habt ihr sogar noch, stimmt, hier oben habt ihr noch den Wald. Ich habe ihn verzweifelt gesucht. Hier oben habt ihr dann dementsprechend noch ein schönes Forstgebiet. Die Map ist direkt gehostet, das sprich, ihr könnt damit Vollspeed downloaden. Es gibt beim Download, ich verlinke euch da mal das Overview davon, also nicht direkt zum Download. Findet ihr noch einen Donation-Button zu PayPal. Wenn ihr PayPal habt und eine Mark oder 2 Mark übrig habt, lasst das dem Modder mal zukommen. Wie gesagt, ist der gleiche wie oder das gleiche Team, sind glaube ich 2 Herren, wie auf der Südhammer. Einfach mal 1-2 Mark da lassen, dafür, dass die Arbeit hier kostenlos machen und ihre Zeit dafür investieren, dass ihr schöne Maps zum Spielen habt. So, in dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.